Und damit herzlich willkommen hier zum dritten Slot jetzt hier am heutigen ersten Spieltag der deutschen Quidditch-Meisterschaft. Wir sehen hier das Spiel zwischen den Black Forest Bowtruggles aus Freiburg und den Braunschweiger Brumicorns. Und wir, das bin ich, Basti aus Heidelberg, und neben mir ist Basti aus Halle. Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns auf das Spiel. Basti, was denkst du, was wir hier erwarten können? Ich muss sagen, ich habe beide Teams lange nicht mehr gesehen. Also, ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel. So vom Feeling und von den Erinnerungen, was ich an die beiden Teams habe. Und ja, an sich würde ich mir wünschen, ein hartes, aber faires Spiel. Ja, in erster Linie denke ich vor allem fair. Freiburg ist bekannt dafür, ein sehr faires Team zu sein. Ja, auch Braunschweig. Ja, Braunschweig definitiv. Freiburg kenne ich ganz gut durch die Liga, haben jetzt nicht den stärksten Kader, mit dem sie hier sind, sind nur 14 Leute. Aber definitiv ein starkes Team, Braunschweig auf jeden Fall auch. Also ich denke, wir werden hier ein spannendes Spiel erwarten können und gleich geht's los. Ja, schauen wir mal. Also mein Tipp würde ich sagen, es wird auf jeden Fall in Swimrange enden. Also mit dem Catch dann nicht mehr, aber... Ja... Swimrange, definitiv. Ich glaube, da gehe ich sogar mit dir d'accord. Das könnte echt ein knappes, enges Spiel werden. Und sind wir mal gespannt. Sieken, also ich habe bei Black Forest habe ich oft Alex Sieken sehen. Die ist ja heute leider nicht dabei. Da kann ich leider gar nicht sagen, wen ich dann tatsächlich auf dem Seeker-Floor vorne sehe bei den beiden Teams. Und das Spiel geht los. Quaffle geht nach Braunschweig. Beat Dodge. Direkt ein Fast Break. Geht durch und da ist und richtig stark die Nummer 3, das ist Eilt. Ja, hat einen sechsten Sinn von Blatscher von hinten. Steht hier auf einem Cheat Sheet. Ja, braucht er nicht mal. Blatscher Control ist mit Braunschweig. Damit muss ich jetzt Black Forest, also Freiburg, erstmal die Blatscher Control zurückholen oder einen Angriff gegen die Blatscher Control starten. Guter Pass auf Elisabeth schön. Hart. Wird da gechallenged. Bieter. Oh, und der Quaffle wieder bei Braunschweig. Bei den Bietern geht's hin und her. Jetzt liegt die Blatscher Control in Freiburg. Aber ein weiter Pass von vorne nach Braunschweig. Aber schön wird abgefangen von Keeper. Von Lukas. Ist immer noch bei Braunschweig. Erster Tackle gedodged. Zweiter Tackle. Ah, wenn und sie den fängt. Leicht über den Hub darüber und ja, ins den Aus. Fängt, ist das ein ziemlich sicheres Ding. Gut, damit jetzt Keeperball für Freiburg. Freiburg immer noch mit BS. Sehen einen langsamen Quaffle-Vortrag und aus der Braunschweiger Keeper-Zone schreit es 2-2. So. Oh, und Freiburg napalmt. Schöner Pass nach vorne. Quasi ein Napalm ohne Tackle. Und der geht rein. Schönes Tor von der Nummer 2, Yves Hauser. Und da, das war leichtsinnig von der Freiburger Bieterin. Der Beat hätte nicht sein müssen. Und dadurch jetzt schneller Pass auf Braunschweig. Aber über den Hub drüber. Aber noch bei Braunschweig, der Quaffel. Jetzt am ersten vorbei und da. Und jetzt reingegangen. 20-10, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, 20-10 für Braunschweig. Gut. Wieder ein Angriff von Freiburg, die nicht in Quaffle, nicht in Blatscher Control sind. Langsamer Aufbau über den Keeper Lukas Schneider. Und die Braunschweiger, da kommt der Beater schön von hinten. Den Tackle gedodged und richtig schön aus dem Handgelenk noch den Ball durch den linken Hub geworfen. Und die BS gehalten. Braunschweig in den ersten Minuten deutlich stärkere Team. Also die Blatscher Control. Ich glaube, einmal war sie im Breisgau, aber ansonsten durchgängig in Niedersachsen. Und jetzt hacken die Braunschweiger Bieter was Neues aus. Suchen sich die eine Bieterin. Jetzt hat sie das Bieter-Duell gewonnen. Fast Break und der geht durch. Schöner Longshot-Wurf von Lukas Schneider. Quasi ohne Bieter das Tor gemacht. Aber es ist Verwirrung. Zählt das Tor nicht. Wir haben keinen Pfiff gehört. Auch auf dem Scoreboard. Gab es zumindest Tor zählt nicht. Zählt das Tor nicht. Tor zählt aber nicht. Aber auch kein Ref-Call, warum nicht? Das wird mich jetzt interessieren. So. Braunschweig geht mit beiden Klatschern vorne rein. Schön wird da gecherrypickt. Die Bieterin an den Hubs rausgenommen. Ah, der Passwort. Also. Braunschweig
tendenziell immer ein Ticken zu hoch bei den Pässen oder den Würfen. Immer so leicht über die Hoops drüber. Ah, starke Aktion von den Freiburger Bietern. Da haben sie jetzt Blatscher Control erobert. Jetzt könnten sie mal einen Angriff aufziehen. Schön mit Beater und Chaser zusammen. Aber die Beater sind völlig losgelöst vom Chaser-Game. Und schön intercepted. Und da muss er sich Zeit nehmen. Da sind zwei geladene Beater bei Freiburg hinten drin. Aber und trotzdem, der Pass auf die andere Seite wird geblockt und macht ihn rein. Was ein schönes Tor. Was ein schönes Tor. Den Beat gedodged und dann noch durch einen Spieler quasi hindurch den Hoop gemacht. Ja. Also das war ein Willenstor. Jetzt wieder Quaffelvortrag Freiburg. Freiburg immer noch in Blatscher Control. Jetzt ist die Frage, was machen sie daraus? Pass auf Oscar, der jetzt als Keeper drauf ist. Rennt vorbei, bricht zwei Tackle. Passt, aber trifft das Kreuz unterhalb des Hoops. Freiburg ist, na okay, Keeper ist safe. Jetzt direkt drei Chaser wechseln bei Braunschweig. Komplett neues Chaser-Spiel. Und keine Beater bei Braunschweig. Er hat da quasi im Alleingang die keine Beater-Situation darauf beschworen. Pass. Ah, sehr schön gefangen. Ui. Da haben sie richtig justiert. Der ging jetzt nicht zu hoch, der war drin. Ja, aber auch leicht abgefälscht noch vom Freiburger Keeper. Ja. Wenn er da den Arm schneller nach oben. Dann wäre es ein Block gewesen, nicht nur abgefälscht. Aber jetzt auch wieder Freiburg im langsamen Aufbau. Ja, haben Blatscher Control wieder verloren. Die ist wieder bei Braunschweig. Und jetzt schauen wir mal, wie sie das machen. Erst Cherrypicks. Auf links stand da Jenny Kraftschick bereit. DQB, Vorstandsmitglied, verantwortlich für... Jennifer Kraftschick wurde mir gesagt, dass das wichtig ist zu betonen. Jennifer Kraftschick. Ja, und jetzt Verteidigung der Bowtruckers. Die Chaser stehen, also für meine Finden weit offensiv für eine 2-2-Defense. Und die Beater lassen das gar nicht dazu kommen, dass ihre Chaser irgendwie in die Tackles kommen. Doch jetzt, natürlich in dem Moment, wo man es sagt. Wobei du gerade gegen Braunschweig auch sehr offensiv verteidigen musst, weil Braunschweig ist so ein Team, die werfen dann auch mal aus 4-5 Metern und treffen in der Regel. Ah, okay. Dann ist das natürlich, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, jetzt nur noch ein Blatscher an der Braunschweiger Keeper-Zone. Die anderen tummeln sich in der Freiburger Keeper-Zone. Jetzt müsste Freiburg mal vielleicht mit ein paar Pässen genau. Schöner langer Pass. Aber etwas zu hoch für Clara Berger. Ja, und da ist er im Aus. Keeper-Ball für Braunschweig. Und jetzt BS bei Freiburg. Mal sehen, ob sie die Defense umstellen. Ohne Defense haben wir die 2-2 gesehen. Ohne Blatscher Control haben wir die 2-2-Defense gesehen. Jetzt sieht es doch eher nach einer 3-1 aus. Da sieht nach einer 3-1, beziehungsweise schon fast nach Diamond. So wie die Flügel da sind. Jetzt die Pressing-Situation. Bitter, aber da hat der Beater schnell genug reagiert. Und jetzt, kann der Fast Break durch Oscar. Beater von rechts. Den wirft er daneben. Weicht den Blatscher aus. Und er geht rein. Mit dem fallenden Hoop. Aber das Tor scheint auch nicht zu zählen. Immer noch 10 Punkte nur auf dem Konto von Freiburg. Das war jetzt schon das zweite Tor, das wir drin gesehen haben, das dann nicht gezählt hat. Hast du irgendwas gesehen? Wurde er gebietet? Oder? Ja, ich hätte es gesehen, dass der Beat an ihm vorbeigeflogen ist, aber letztlich sind wir nicht die Schiedsrichter. Deswegen stehen wir hier hinter dem Mikrofon und nicht auf dem Platz mit der Pfeife in der Hand. Genau. So, jetzt wieder langsamer Ballvortrag von Freiburg. Ich weiß nicht, aber für meine Finden, vielleicht müsste er immer, wenn Freiburg mit Geschwindigkeit auf die Braunschweiger Defense gekommen ist, dann wird es immer gefährlich. Genau. Den langsamen Aufbau konnte Braunschweig bisher recht gut stoppen. Ja. Und in den langen Pässen, also wenn ich das mal so überblicke, Braunschweig allgemein doch körperlich etwas höher gewachsen als Freiburg. Also lange Pässe. Weiß ich nicht, ob das jetzt so das Mittel der Wahl sein sollte. Definitiv. Die größte Gefahr hat Freiburg einfach gezeigt in den bisherigen Minuten, wenn sie schnell über Fastbreaks versucht haben, in die Nähe der Hoops zu kommen. Und jetzt Timeout. Called bei Freiburg. Ja, auf jeden Fall 60-10. Etwas einseitiger, als wir erwartet haben. Auf jeden Fall. Jetzt vielleicht das Timeout. Was sagt man jetzt bei Freiburg?
Natürlich erstmal den Spielfluss von Braunschweig unterbrechen. Also finde ich auch immer wichtig, wenn der Gegner richtig im Fluss drin ist, auch einfach mal das Timeout nehmen, weil er dann diesen Spielfluss verliert. Spielfluss, Momentum rausnehmen und im Gegenzug sich jetzt nochmal neu sortieren, neu überlegen, was können wir anders machen. Gehen wir eventuell jetzt gerade auf Freiburger Seite vielleicht doch deutlich mehr ins Drive-Spiel, wie du sagst, im Passspiel, da stehen dann die großen Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Beater und die Chaser bei Freiburg mehr zusammenarbeiten würden. Also das ist so ein typisches Problem, was man ganz oft sieht, dass Beater und Chaser etwas losgelöst voneinander spielen. Und dadurch dann das Chaser-Game nicht so richtig von den teilweise sehr guten Aktionen der Beater profitieren kann. Bei Braunschweig, ja, was sagt man da? Das läuft gut. Wir würden auch sagen, da wird nicht groß was beredet werden. Da wird gesagt, ja, so machen wir weiter, so läuft das. BS 80% der Zeit gehalten. Ja. Und wir hören, Timeout ist vorbei. Alle wieder zu ihren Besen. Der Quaffel in der Keeperzone von Freiburg und die Blutscher Control immer noch bei Braunschweig. Okay, hier wird nochmal der Score durchgesagt vom Headref. Es steht immer noch 10-60 aus Sicht der Freiburger. Mal schauen, was sie jetzt während dem Timeout besprochen haben. Wird es jetzt eine Änderung geben? Aber wir sehen erneut wieder den langsamen Quaffel-Vortrag. Wieder ein langsamer Aufbau. Aber wir sehen, Trolle werden geschickt auf beiden Seiten. Und werden jetzt nicht aufgenommen von den Braunschweiger, von der Braunschweiger Defense. Aber. Okay. War nicht mehr in Motion. Jetzt ein Turnover das an Braunschweig das in der Tor Hälfte sein. Der Freiburger. Nein. Nein, aber warum macht er da den Schritt nochmal? Sehr schön. Ah, schade. Also schade aus Freiburger Sicht, aber natürlich sehr, sehr schön vom Braunschweiger Spieler, trotz des Tackles. Schön gelöst, aus 2 Metern gerade noch so den Ball losgeworden durch den Hub. Ja, ich glaube, die Justierungsprobleme der Braunschweiger vom Anfang, wo wir gesagt haben, dass sie doch zu hoch, die haben sich jetzt gelöst. Ja. Also mittlerweile jeder Zug zu den Hoops wird entweder ein gefährlicher Wurf oder ist ein Tor. Da muss sich Freiburg wirklich was einfallen lassen, wie sie da diese Offense stoppen können. Und weggebietet, intercepted von Braunschweig und jetzt kommt der Fastbreak. Langer Pass. Und... Ja, Braunschweig macht das richtig gut. Die haben eigentlich immer eine Person vorne stehen, die den schnellen Pass dann bekommt. Ja, dadurch sind die Beater, also da Freiburg sehr selten die Blutscher Control innehat, wird dadurch der eine Beater auch sehr schnell überspielt. Das sieht absolut super aus, was Freiburg hier spielt. Hätte ich nicht. Meinst also, Braunschweig? Entschuldigung, ja, Braunschweig. Nichtsdestotrotz, also Freiburg spielt kein schlechtes Quidditch, aber so der letzte Pass, der ist dann meistens das Problem. Und, ärgerlich. Ärgerlich, da wird der Keeper quasi in der eigenen Keeperzone fast gebietet. Aber schön aufgepasst von den Beatern von Freiburg. Und jetzt könnte es schnell gehen, jetzt könnte es schnell gehen. Keine Beater bei Braunschweig. Schöner jetzt Pass. Ein schöner Pass auf Freiburg und der ist drin. Und jetzt, der müsste jetzt auch gelten. Der zählt, der Schiedsrichter hat gepfiffen. Damit jetzt das 20-80 aus Freiburger Sicht. Und die BS auch noch geholt. Das war doch mal wirklich... Das war ein voll von vorne bis hinten gelungener Angriff der FreiburgerInnen. Vorgemacht, BS geholt. Besser geht's nicht. So, und wir sehen auch, also ich weiß nicht, Braunschweig im Aufbauspiel, das sieht breiter, also die stellen sich viel breiter und haben dadurch die Passoptionen, finde ich, besser geschaffen. Und dadurch, dass Freiburg die 2-2-Defense spielt, finde ich, sieht man hier sehr schön, wie man diese Defense umgehen kann, eben durch viele Pässe. Gegen Passspiel ist die tatsächlich anfällig. Also die 2-2-Defense ist super gegen Drives. Ja. Gegen Pässe kann sie anfällig werden, gerade wenn es dann zu schnellen Seitenwechseln kommt. Und das sehen wir hier absolut vorbildlich, würde ich fast sagen, von Braunschweig. Definitiv. Wie sie einfach diese 2-2-Defense ziehen. Und jetzt hier eine Verletzung, wenn ich das richtig sehe. Ja, der Braunschweiger Keeper hat sich da beim Zusammenstoß mit Oskar von Freiburg etwas verletzt, wurde jetzt ausgesappt. Passiert. Ihm scheint es aber auch, also er läuft geradeaus, ihm scheint es gut zu gehen, aber natürlich, wenn wegen einer Verletzung unterbrochen wird, muss der Spieler auch aus Selbstschutzgründen ausgewechselt werden. Wir sind hier immer noch ein Vollkontaktsport, das darf nie vergessen werden. Quidditch ist
ein Vollkontaktsport und wie bei jedem Vollkontaktsport, wie du schon sagst, sobald wegen einer Verletzung unterbrochen wird, muss der entsprechende Spieler, die entsprechende Spielerin erstmal runter. Ja. Das ist auch wirklich Selbstschutz. Also man kennt das ja auch selber, man will eigentlich weiterspielen, aber es ist dann doch vernünftiger, erstmal nochmal kurz durchzuschnaufen, Schluck Wasser trinken, runterkommen und dann kann man ja wieder angreifen, wenn es nichts Schlimmes war. So, jetzt wieder der Versuch, sich die Bludger Control zu erobern. Ui, aber sehr schlau vom Braunschweiger Bieter. Hält seinen Bludger. Und immer noch der Quaffel auf Freiburger Seite. Sehr schön gelöst, aber da wird er geweckt. Da wird getörtelt, da wird getörtelt. Aber da kommt der Bieter von Freiburg. Und kann aber auf den Keeper nicht bieten. Er ist ja in einer eigenen Keeperzone von Braunschweig. Ja. Das war jetzt das Entscheidende für Braunschweig, dass sie ihren Keeper da mit am Quaffel hatten. Und jetzt eine quasi Triple Bludger jetzt nicht mehr. Situation für Freiburg, wollte ich gerade sagen. Und genau in dem Moment wirft er den Bludger davon. Freiburg jetzt wieder mit der 3-1-Defense mit Bludger Control. Relativ tief stehen sie da, muss ich sagen. Also wenn... Da sehen wir was. Aber da, schön geblockt von Oskar in dem Moment. Das war wirklich... Und da, wie du sagtest, Braunschweig wirft einfach mal aus den 4-5 Metern. Und wenn das so ist, wäre es fast eine Überlegung wert, die 3-1-Defense offensiver zu stellen. Weil wenn der Keeper da nicht so gedankenschnell gewesen wäre, da wäre das das 90-20 geworden. So, und jetzt eine Ref-Meeting. Hast du gesehen, was passiert ist? Vielleicht wegen dem Tor, aber dann über die Hand gerollt ist. Aber nicht. Er war von hier aus gesehen zumindest nicht durch. Nee, ich hätte gesagt, er geht gegen den Ring und fällt dann wieder raus. Auch die Speaking Captains melden schon Ansprüche, mit den Refs reden zu wollen. Ja, nutzen wir uns doch die Zeit. Ich meine, du kommst ja direkt aus der Bavü-Liga. Wie sieht denn bei euch zurzeit die Tabellensituation aus? Wo stehen denn da die Freiburger? Ja, Freiburg, man muss dazu sagen, es ist ja auch immer in den Ligen immer wieder auch so, manche Teams haben mehr Spieler als andere. Momentan Freiburg meines Wissens nach auf Platz 3. Also haben sich hinter Karlsruhe und Heidelberg momentan positioniert. Es gibt allerdings auch noch einen Spieltag in der Bavü-Liga, der findet dann in Freiburg statt. Da spielt vor allem auch Freiburg nochmal einige Spiele. Ah, okay. Ist das euer letzter Spieltag? Ist dann unser letzter Spieltag in Freiburg. Der ist Anfang Juli. Und wo wir jetzt gerade schon von wichtigen Terminen sprechen im Quidditch, natürlich ist er hier auch nochmal erwähnt, in 3 Wochen findet in Bamberg die Europameisterschaft statt. Ja. Hierfür läuft auch immer noch ein Fundraiser für die deutsche Nationalmannschaft. Also falls ihr zuschaut und Bock habt, die deutsche Nation zu unterstützen auf ihrem Weg zum ersten Edelmetall vielleicht, dann schaut mal beim Fundraiser vorbei. Es gibt tolle Prämien. Edelmetall gleich. Nicht mal Legierung, da muss es direkt Edelmetall sein. Da sieht der Basti die deutsche Nationalmannschaft schon im Finale. Das wäre natürlich, also allein das Finale zu erreichen, das wäre schon ein Träumchen, würde jetzt der Sachse sagen. So, wir wissen immer noch nicht, warum jetzt hier das Ref-Meeting einberufen wurde. Wir werden es aber gleich hören. Hoffentlich. Zumindest die S-Refs, soweit ich das sehe, wieder auf Position. Und es gibt noch Redebedarf mit der Braunschweiger Speaking-Kapitänin. Okay, Platsche, Third Platsche Interference bei Freiburg. Dadurch verlieren sie ihre BS. Aber da stehen direkt 2 geladene Bieter nebeneinander. Das wird jetzt interessant, wer da als erstes seinen Platscher wirft. Braunschweiger Bieterin rausgeholt, gleichzeitig aber den Ball zurückgeworfen. Aber BS bei Freiburg. Freiburg Gedankenschneller. Und jetzt eine keine Bietersituation. Aber Freiburg hat es noch nicht angesagt. Da schöner Pass auf Oskar und der macht sehr auch aus 3-4 Metern rein. Sehr, sehr schöner Wurf. Die Bieter machen da richtig Rambazamba vor den Hoops. Die Braunschweiger keine Chance, sich den Quaffelfokus da wieder anzueignen. Und das wird eiskalt ausgenutzt von den Freiburgern, die jetzt wieder in Bludger Control sind. Jetzt wird ein Pressing angesagt, aber der Keeper hat noch nicht mal die Mittellinie überschritten. Jetzt schneller Lauf des Keepers über links. Versucht den Bieter rauszuziehen. Sehr schön. Und da kommt der Backbeater der Freiburger. Ja. Auch da wieder. Perfekt. Schöner gezielter Pass hinter die Hoops. Also die Pässe bei Braunschweig, die sitzen seit der 3., 4. Minute, würde ich jetzt mal schätzen, fast perfekt. Also da jeder Pass
spätestens im Nachgreifen ist da fest am Mann bzw. an der Frau. Oder wie sagt man das denn dann beim dritten Geschlecht? Oder wer sich auch immer nicht von diesen beiden Kategorien angesprochen fühlt. Genau. Akkurat gelöst. Denn wir sind hier ein genderinklusiver Sport. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. So. Jetzt ein Napalmversuch. Und jetzt wieder. Und Wolfgang schön mit der akustischen Komponente noch dazu. Aber leider nichts eingebracht. Ball beim Keeper vom Braunschweig. Und der. Hui! Frecher Stil. Ja, frecher Stilversuch von Nadja Steffler. Fast gut gegangen. Das war ein schöner Versuch. Oh, ich wollte gerade sagen, der Pass war und ja wieder fast gut so abgefangen cool. Von Lukas Schneider. Ja, jetzt haben sie wieder ihren größeren Keeper hinten drin stehen. Der hat auch am Anfang noch einige längere Pässe unterbunden. Und Freiburg immer noch mit der Bloodshot-Control. Die Beater kommen langsam besser ins Spiel. Ja, es ist jetzt aber auch ein wirklich eingespieltes Beater-Team wieder. Clara und Wolfgang, die haben Erfahrung im Beaten. Ah. Ich kenne Wolfgang tatsächlich noch als Chaser, aber wie gesagt, ja, ich habe beide Mannschaften lange nicht gesehen. Wolfgang hat auch schon, glaube ich, wirklich jede Position gespielt, die man sich vorstellen kann. Wer nicht, der mindestens 2 Jahre dabei ist. Hast du schon mal gebietet? Bei Freundschaftsspielen mal, aber das war's auch. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich jetzt im Training auch mal angefangen. Mhm. Macht Spaß, aber dieses ganze Gelaufe. Aber zurück zum Spiel. Ja, genau, wir haben hier schön der Beat gedodged, damit eine Pressing-Situation für Freiburg. Direkt den Koffer-Carry rausgebietet, aber... Und der Ball wieder beim Freiburger Keeper. Und die Bloodshot-Control ebenfalls bei Freiburg. Halten sie jetzt doch einige Zeit lang? Ja, also jetzt ist das Spiel so eng, wie wir es erwartet haben. Freiburg hat wirklich einige Zeit gebraucht, um sich auf Temperatur zu bringen. Aber... Ui... Der war dann doch deutlich zu niedrig, der Pass. Aber der Ball wird erlaufen immer von Freiburg und der Backbeater passt auf. Also sowohl offensiv als auch defensiv ein absolut überzeugendes Spiel von Braunschweig. Definitiv, also da stimmen in der Offensive stimmen die Absprachen. Jeder weiß, wo er zu stehen hat, wo sie zu stehen hat, um Pässe zu bekommen. Und die Pässe kommen an, trotz Beater-Pressure. Ja. Und in der Defense... Auch so gut wie kaum Probleme bisher bei Braunschweig. Jetzt wieder ein leicht zu hoher Wurf. Und der Koffel ist beim Keeper von Freiburg. Damit sehen wir jetzt wieder, der jetzt etwas Geschwindigkeit aus dem Spiel nimmt, weil Freiburg wechselt. 2 neue Chaserinnen und eine neue Bieterin. Und damit, jalla, 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 ruft Wolfgang. Will damit seinen Napalmversuch andeuten. Aber seine Chaser... sind zu sehr in Tackles gefangen. Und da gab es eine Verletzung. Jetzt wird der Head-Referee unterbrechen. Eine weitere Verletzung, diesmal auf Freiburger Seite. Schade. Da scheint also, es Lukas Schneider erwischt zu haben. Aber. Ja, aber wie du schon sagtest, beim Vollkontaktsport sind Verletzungen leider nicht ausgeschlossen. Und das finde ich wirklich eine sehr schöne Geste hier. Direkt nach der Unterbrechung rennen die Braunschweiger mit ihrem Medikit aufs Feld und behandeln den Freiburger Spieler. Das ist wirklich ein Zusammenhalt innerhalb einer Sportcommunity, die ihresgleichen sucht. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben hier halt auch 2 Teams, sowohl Freiburg als auch Braunschweig, die wahnsinnig viel auch dieser Community gebracht und haben. Und wirklich bekannt, also die sind wirklich bekannt für wahnsinnig faire Spiele, nette Leute. Definitiv. Wünschen wir natürlich dem Freiburger Keeper gute Besserung. Und auf der gegenüberliegenden Seite macht sich der Snitchrunner schon bereit und die Sieger stehen auch schon. Kannst du erkennen, wer der Snitchrunner ist? Das ist Tim Ott aus Heidelberg. Aus Heidelberg? Ja. Hallo. Ja, was denkst du? Wie würdest du ihn als Schnatz einordnen? Er ist facettenreich, also er kann sowohl kämpfen als auch rennen. Ah, diese Running Snitches. Ungeliebt bei jedem Seeker. Und noch unbeliebter bei den Snitch-Refs. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, aus der Schnatzperspektive ist es dann immer ganz schön, den Snitch-Ref ein bisschen zu jagen. Schauen wir mal. Wir sehen schon den Seeker oder die Seekerin. Ich kann es leider nicht genau erkennen von hier aus. Von Braunschweig bei Freiburg sehen wir auch schon eine Seekerin. Das ist Nadja Stöffler. Oh, schön, wie da am Boden um den Koffer gekämpft wird. Der Koffer jetzt bei Braunschweig. Braunschweig, knapp drüber. Knapp drüber. Jetzt gibt es die Diskussion, war der Ball vielleicht doch im Tor oder nicht? Ich hätte ihn nicht drin gesehen, muss ich ehrlich zugeben.
Ich habe tatsächlich gerade in dem Moment nicht drauf geachtet, da ich geguckt hatte, wer die Freiburger Siegerin ist. Und das ist Nadja Stöffler. Spielt erst die zweite Saison jetzt für Freiburg, hat vorher in Karlsruhe gespielt und Siegerin aus Karlsruhe, ich nehme an, du weißt, was das heißt. Aber ich sollte es wissen, wir werden heute noch gegen Karlsruhe spielen. Also Karlsruhe ist eine Siegerschmiede, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Also wenn man gegen Karlsruhe gewinnen möchte, sollte man sehen, dass man vorm Snitch on Pitch außerhalb der Range und das Goal steht. Okay, damit haben wir jetzt einen Score von 100-30 aus Sicht der Braunschweiger. Was denkst du? Also dadurch, dass Braunschweig am Anfang so gut vorgelegt hat und jetzt so ein knappes Spiel, schafft es Freiburg da nochmal ranzukommen? Ich finde es schwierig zu beurteilen. Nicht mit dem, was wir bisher gesehen haben. Dafür steht Braunschweig in der Defense aber zu jetzt kompakt. Fastbreak, keine Bieter-Situation, aber schön aufgehalten. Und da war er noch den zweiten Tackle. Oh, und da sehr ist das schön. Tor. Und der Pass noch genau im richtigen Moment, den Bieter quasi zum Beat provoziert. Den freien Mitspieler gesehen. Jetzt Auszeit von Braunschweig. Oh. Ja, was... Ja. Kurz vor dem Snitch-on-Pitch-Game. Vielleicht nochmal absprechen, was soll jetzt bei Snitch-on-Pitch passieren. Wohin orientieren sich die Bieter? Oder sagen, Leute, die Defense muss wieder besser stehen. Obwohl, sie haben ja jetzt auch, glaube ich, auch nur noch ein, zwei Tore gefangen. Aber sie sind nicht mehr so dominierend wie am Anfang. Liegt aber meiner Meinung nach daran, dass Freiburg jetzt ihren Rhythmus gefunden hat. Dass Freiburg stärker geworden ist. Freiburg ist jetzt im Spiel drin. Ja. Aber dennoch sehe ich momentan nicht, dass Braunschweig das noch irgendwie aus der Hand geben könnte. Absolut nicht. Also wenn sie jetzt beim Snitch on Pitch nicht absolut einbrechen sollten, muss ich wirklich sagen, da muss Freiburg noch eine richtige Kraftleistung bringen, um hier nochmal in Range zu kommen. Aber wir werden sehen, sprach der Blinde. Ja. 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 Man hört vielleicht, wir sind keine professionellen Kommentatoren, aber aus Liebe zum Sport tut man doch alles. Dem kann ich mich nur anschließen. So, das Timeout läuft immer noch. Ja. Was steht denn als nächstes auf dem Plan hier, weißt du das? Als nächstes hier auf dem Livestream habe ich absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass mein Team noch einen Slot Zeit hat, bevor wir dann wieder spielen müssen. So sieht es da bei uns auch aus. Wir haben dann einen Slot Zeit und dann geht es endlich auch mal auf den Pitch. Das erste Spiel für den heutigen Tag. Ihr habt den ersten Slot frei gehabt. Unser erstes Spiel ist um 12:30, ja. Ui. Ha ja. Kann man zumindest ausschlafen, wenn man das möchte. Was bitter nötig war nach der Nacht, aber... Zurück so, zum Sport. So, Remount, genau. Das Timeout ist over. Wir sehen den Quaffel in Braunschweiger Händen. Die Bludger Control in Freiburg und die Bieterin der Braunschweiger schon mit den Hufen, möchte sich die Control zurückholen. Bekommt von ihrem Partner aber den Ruf, warte. Gemeinsam wollen sie draufgehen, um die Bludger Control zu erobern. Über rechts soll es gehen. Und da haben sie die Bludger Control zurück. Jetzt, die Chaser haben es sehr schön abgewartet. Keine Bietersituation. Jetzt müsste es schnell gehen. Und der war nicht drin. Der war nicht drin. Und er landet beim Keeper von Freiburg. Oskar sehr Hacking. Schön. Im Gewänge, der Keeper an dem Ball. Und damit sehen wir jetzt wieder den Quaffelvortrag von Freiburg. Und der Snitch ist auf dem Snitch Feld. Snitch on pitch, genau. So, wieder langsamer Vortrag von Freiburg. Ah, der passt genau zum Bieter, also vom Bieter abgedeckten. Und jetzt wieder Spieler. Fastbreak bei Braunschweig. Auch wieder leicht drüber. Jetzt haben sie wieder die Justierung verloren. Das war jetzt schon der zweite. Also auch der eben, der war knapp drunter. Aber allgemein muss man sagen, diese Mitteldistanzwürfe von Braunschweig, die sind schon... Die sind gefährlich. Auf jeden Fall. Und die Seeker sind auf dem Pitch. Mal sehen, wie die Bieter darauf reagieren werden. Noch juckt es keinen so richtig. Und Tim rennt. Ja... Und Freiburg ist defensive am Seeken, sind also der Überzeugung, dass sie noch ins Spiel zurückkommen. Aber jetzt erstmal Fastbreak von Freiburg, von Braunschweig, aber schön der Braunschweiger Keeper und hält den Quaffel da in der Keeperzone, sodass ihm da keiner was kann. Sagt, hey Leute, ruhiges Spiel, jetzt bauen wir wieder auf. Und die Bieter... Da wollte Braunschweig eben genauso sneaky den Stil machen, aber Oskar hat ihn kommen sehen. Ja, und jetzt die Freiburger Bieter... bieten den Braunschweiger Seeker
bleiben aber natürlich im Chaser-Game, weil jetzt heißt es für Freiburg erstmal, wir müssen Punkte, Punkte, Punkte machen, damit wir mit dem... Oh, schöner Midrange-Shot von Oskar. Was ein schönes Ding. Da loben wir gerade die Mitteldistanzschüsse von Braunschweig und dann packt er da so einen aus. So. Die Braunschweiger Bieter, also für mein Empfinden gut, sie haben gerade keine Blatscher-Control, könnten aber mehr ihren Seeker unterstützen, weil der ist doch etwas verloren und da rennt der Schnatz wieder. Hier, Pass abgefangen von Oskar. Jetzt Freiburg wieder mit langsamem Aufbau. Und Braunschweig verteidigt in der gegnerischen Hälfte. Reset Use, der hätte nicht sein müssen. Uah, und auch der Pass, also... Der war alles andere als optimal. Die letzte Präzision von den Pässen von Freiburg, da müssen sie noch dran schrauben im Turnierverlauf. Und wieder... Es wird zu schnell gepasst. Es wird zu schnell gepasst, zu unübersichtlich gepasst und auch nicht immer wirklich geschaut anscheinend, wo man hinpasst. Nicht wirklich. Jetzt sehen wir einen Seeker-Sub bei Braunschweig. Ich kann ihn nun mal leider noch nicht erkennen. 73. Jendrik. Das ist der Jendrik. Aber den Schnatz aus Heidelberg interessiert das herzlich wenig. Und ein weiteres Tor für Braunschweig. Damit mittlerweile 110 zu 50. Also, das ist toremäßig ein offener Schlagabtausch. Freiburg schafft es nicht, ranzukommen an Braunschweig. Allerdings, Braunschweig schafft es auch nicht, weiter wegzuziehen. Es bleibt bei diesen 60 Punkten Unterschied. Ja. Und jetzt weiter Pass. Ah, natürlich stand der Bieter hinten von Braunschweig. Die Bieterin in dem Fall. Keine Bieter, schreit es aus Braunschweig. Bin ich anderer Meinung, da hinten steht ein Freiburger Bieter. Ja, schauen wir mal. Braunschweig jetzt sehr schön in der Box. Der Troll absolut nicht gedeckt an den Hub. Ist absolut nicht gedeckt. So spielt man gegen eine 2-2-Defense. Und der Snitchrunner wechselt schon. Aber die Seiten. Das interessiert den Braunschweiger Chaser absolut nicht. Tankt sich dadurch zwei Chaser und den Keeper noch durch. So kann man es natürlich auch machen. Während der Snitchrunner mal wieder die Seite wechselt. Ist sehr nett von ihm. Mal kommt er zu uns, mal besucht er das. Ich hoffe nur, dass er dann zum Catch zu uns kommt, damit wir auch eine schöne Sicht darauf haben. So, sehr schöner Kickbeat von Freiburg. Und da wird sie hinten in der Keeper-Zone um den Koffer gekämpft. Aber er ist beim Braunschweiger Keeper. Und beide Beater von Freiburg sind Beat. Jetzt könnte es schnell gehen, jetzt könnte es schnell gehen. Das haben sie gehört, Braunschweig. Und juckt ihn absolut nicht. Drei Leute macht er trotzdem das Tor. Richtig starker Drive. Und wir haben eine Unterbrechung. Es wird eine Karte geben für Freiburg. Ist, glaube ich, die erste Karte in diesem Spiel. Was einfach auch nochmal zeigt, was für fairen Teams wir es hier eigentlich zu tun haben. Kann passieren. Gerade bei dem Drive, der Keeper der Braunschweiger dreht sich rein. Pech. Aber theoretisch müssten wir jetzt, wie beim Eishockey, eine Minute in die Penalty-Box, da aber direkt im Anschluss ein Tor gefallen ist. Ist die Strafzeit schon aufgehoben. Genau. Nur der oder die Spielerin, ich habe jetzt leider die Nummer nicht verstanden. Das war 39, das war Oskar Paul. Oskar, ja, wäre jetzt theoretisch auf Broom, aber er stand ja direkt bei seinen Hoops. Er hat jetzt halt eine gelbe Karte auf dem Konto. Er muss aufpassen. Wenn er jetzt noch eine gelbe fängt, dann gibt's rot. Und jetzt hat sich auch Braunschweig abgesetzt. Also jetzt haben sie die 80 Punkte. Ja. Das ist ein hartes Brett jetzt. Aber Freiburg. Hinter den gegnerischen Hoops. Am Quad. Oh, da war ein Catch. Da und der sah so sauber aus. Da wollte der Schnatz weglaufen. Und Braunschweig dachte sich einfach, da fasse ich mal hin. Also, da wüsste ich jetzt nicht, was es da zu beanstanden gab. Das war richtig stark reagiert von der 45 von Marcel. 35 von Anni. Sehr, sehr schön reagiert. Ja, das ist immer das Gefährliche. Also als Schnatz, ich mag es persönlich auch sehr schnelle Drehung, um quasi dem Seeker so ein bisschen den Schnatz zu zeigen. Aber wenn man natürlich zu langsam ist, leider, wie in dem Fall, ist das auch ein herbes Risiko. Das Problem ist halt bei so schnellen Drehungen, dann schwingt die Socke deutlich mehr, kommt halt auch hin und wieder mal deutlich näher an den Seeker ran.
Auf jeden Fall. Und wenn man das dann so reaktionsschnell wie die Braunschweiger Siegerin lösen kann, dann à la Bonheur. Ja, wir sehen, Gender Rule wird wahrscheinlich gezählt, alle Refs schauen in eine Richtung. Ja. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass der Catch gut ist. Oder zumindest nichts weiter zu beanstanden ist bis zur Gender Rule. Ja, es wird noch immer diskutiert, ja. Obwohl, also vom Schnatz hätte ich gedacht, ein Nicken gesehen zu haben. Das wäre dann das 160-50, über 100 Punkte Differenz. Da sind wir doch weit vorbeigeschrammt mit unserem Tipp. Würde ich auch sagen, also unsere Prognose sah dann doch anders aus. So, jetzt. Und der Catch ist gut. Der Catch ist gut, Braunschweig gewinnt, 160-50 der Endstand. Doch, muss man sagen, doch verdient. Doch deutlicher gegen Freiburg gewonnen als vermutet, aber wie du sagst, absolut verdient. Also ja. Braunschweig hat hier ein klasse Spiel gezeigt, sowohl in der Offense, die Pässe haben gesessen, die Positionierung hat gestimmt, als auch in der Defense wirklich kaum was zugelassen. Ja, bin ich absolut bei dir. Also schade für Freiburg natürlich, aber da hat an zu vielen Stellen mal die Präzision gefehlt oder in der Defense der letzte Wille vielleicht in den Tackle zu gehen, beziehungsweise die Manndeckung. Also wie Braunschweig die 2-2-Defense von Freiburg auseinandergezogen hat, das war wirklich schon fast lehrbuchartig, wie man gegen eine 2-2-Defense angreift. Ja, und damit verabschieden wir uns. Auf jeden Fall. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder oder sehen uns. Ja. 12.25 Uhr ist, glaube ich, Halle zu sehen im Livestream. Gleich mal ein bisschen Werbung machen. Okay, wir wünschen noch viel Spaß beim Zuschauen und ja. Bleibt uns gewogen. Ja, schönen Tag noch. Viel Spaß noch.